Gut, der, jetzt ist, wir landen direkt. Es ist alles auf Fragezeichen, lol. Lass direkt Pleasant Park. Let's go. Wir machen Peak. Monado Trimax hier. Wir zocken Fortnite zusammen mit Rumatra. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 3 Monate Pause gemacht. Absolut nicht viel gezockt. Rumatra auch. Er war früher heftig, jetzt ist er gar nicht mehr heftig. Wir haben uns extra einen neuen Account gemacht. Wollen jetzt ganz normal ein bisschen daddeln. Keine Ahnung. Wir müssen einen Win hinkriegen. Das wäre schon wichtig, Rumatra, oder? Ja. Darf ich auch noch ein Intro machen für YouTube? Ich bin auch YouTuber. Mach ein Intro, ja. Moin Leute, Rumatra hier. Wir wollten in die gute alte Fortnite-Zeit zurückgehen, als wir gestern Chef Strobel gesehen haben, wie scheiße er war und wie scheiße einfach alle in dem Game waren. Deswegen haben wir so neue Accounts gemacht, um noch einmal zu erleben, wie es war, als das Game rausgekommen ist. Alter, gut. Viel Spaß mit den Highlights. War das gut? Muss mir das war gut. Ich würde schon sagen, dass das gut war, ja. Okay, gut. Kaum machen wir neue Accounts, spielen wir auch einfach Loster. Oh, was ist das? Näherungs. Ich hab eine Näherung. Da kämpfen welche. Ja, lass da mal hingehen. Lass auch mitkämpfen. Ich hab kein Schild. Oh, ja, also anschleichen, Alter. Da hat man sich letztes Mal angeschlichen an Gegner. Das sind for real Bots. Da unten läuft noch einer. Das sind Bots, das sind fast keine echten Spieler. Ich treffe nicht mal den Bot. WTF, Mann! Da schießt mich einer an. Ist das jetzt ein Spieler oder ist das auch wieder ein Bot? Das ist ein Spieler! Und er steht einfach da! Das ist ein Bot, Junge! Ach so. Gott, bist du lost. Spielt man die erste Runde nur gegen Bots? Digga, Junge, das wird mein All-Time-Kill-Rekord werden. Hier kommen die ganze Zeit Bots. Ich habe 4 Kills. Also richtige Kills. Keine, weißt du? Keine Handlanger-Kills, sondern Bot-Kills. Checkst? Nee. Wollen wir mit dem Heli wegfliegen? Hast du schon mal Heli geflogen? Nein, ich bin noch nicht Heli geflogen. What the fuck? nimm mal den Biggie da noch. Nimm den Biggie. Ja, nimm den Biggie da noch. Machen wir. Junge, ich bin noch nie fucking hier. Oh, kann ich die Näherungsmine an den Heli werfen? Ja! Annäherungsmine, das ist doch dumm. Der explodiert ja. Wir sind ja tot. Das ist eine Annäherungsmine, das ist kein C4. Was machst du denn da? Nimm die wieder ab. Mach die wieder ab. Geht das? Nee, geht nicht. Ja, los, flieg einfach los. Wenn die jemand abschießt, sind wir sofort tot. Oh! Was machst du denn? Raus! Matra. Wie fliegt man denn? Rette ihn doch noch! Wir haben doch noch gut Leben! Wir haben doch noch Leben! Ja, ich muss erst raussteigen. Ich hab mir noch nie dieses Spiel gespielt! Das ist, Digga! Wie fliege ich denn? Wie gehe ich hoch? Ist ja loster als ich! Eher runter. Auf oder auf Leertaste? Probier doch mal ein bisschen! Nein, linke Maustaste! Ja, dann so! Okay. Ja, wenn ich jetzt von dir rausfalle, bin ich dann tot? Ja, bist du! Du kannst keinen Fallschirm aufmachen! Oh, Scheiße, wir haben ein Problem. Ja, lass mich mal. Das ist irgendwie zu unsicher. Fucking Heli! Wann ist der denn reingekommen? Der ist schon länger drinne. Direkt nach Warzone. Bist du da? Bist du da? Brauchst eh nicht. Na doch, du bist Leben verlieren. Egal, tschüss. Weiter geht's. Direkt nach Warzone gefällt mir. Ist so. Wie hoch kommen wir also jetzt? Ja, wie hoch kommen wir denn? Wollen wir hin? Digga, die ganze Map von uns einfach nicht erforscht. Holy shit. Wollen wir mal die Map erforschen gehen, einfach mit dem Heli? Lass wir mal die Map erforschen gehen. Falls wir tiefer fliegen, ich kann nicht sehen, Rumatra. Ich wollte wissen, wie hoch man kommt. Sind die nicht voll scheiße für Competitive? Fliegen ja, die nutzt auch keiner. Niemand nutzt die Competitive. Die werden sofort abgeschossen und man ist tot. Echt? Oh. Ja, flieg mal auch lieber über dem Wasser. Ich habe keinen Bock, dass wir jetzt irgendwie einen Raketenwerfer kassieren. Weiß es nicht. Ich gehe gerade ein bisschen erkunden. Oh, lass mal den neuen Heli nehmen. Der ist frischer. Weißt du, was auch cool wäre, wenn die den Gulag kopieren würden? Oh, da ist auch eine AK. Seit wann sind AKs wieder im Game? C4 ist hier. Ja, wie sieht auch ein bisschen anders aus. Oh, da kommt was runter. Wo? Da hinten kommt ein Drop. Ich weiß nicht, wie man markiert. Aber wir fliegen da hin zu dem Drop. Mittlere Maustaste ist bei mir gewesen. Also Mausrad. Ah, dann. Ja, mittlere Maustaste. Wollen wir da hin oder was? Ja, klar, fliegen wir hin. Ja, wo sind denn die Spieler, Digga? Bordrunde ist ja überbeschissen. Guck mal da, was sind das? Deadpool. Ja, Deadpool ist ein Drop. Oh, Junge, ich war das sah gar nicht so hoch aus. Oh, guck mal. Ich hab den Drop kaputt gemacht in meinen. Kriegt man Damage, wenn man in die... Ja. Nein. Der ist doch zu stark. Was ist hier mit Mini? Mini oder Medi? Ach, die gibt es in Turnieren und Arena, nicht die Helikopter. Das ist auch cool. Ach so. Das geht natürlich auch. Oh nein, ich drücke immer die falsche Taste und wechsle deinen Sitzplatz. Ich hab C4, das könnten wir an den Heli festmachen. Ja, und ich flieg rein. Du fliegst ihn in den Gegner rein? Ja, ja, mach. Okay, bleib mal stehen. Mehr! Mehr haben wir nicht. Okay, komm rein. Ich komm rein. Ich spring dann ab kurz vorher, du fliegst mit dem Ding in Leute rein, springst auch ab und dann ist alles easy, okay? Wieso spring ich dann ab? Oder? Oder? Stirbst du dann nicht? Ach nee, kann ich dir Friendly Fire Damage geben? Ich weiß es nicht, kannst du. Find jetzt mal einen Gegner, ich raste gleich aus. Ja, und was soll ich denn machen? Digga, flieg doch nicht so an den Rand! Ich flieg mitten in der Zone! Ja, hier musst du die Leute abfangen, bei der Farm! Okay, dann fliegst du die Farm. Mitten in der Zone. Guck dir mal die ganze Map an und guck mal den Ping an. Ja? Junge. Oh, kann ich das hier abgrasen mit dem Heli? Guck mal. Und wir sind bald tot. Oh mein Gott. Guck mal. Ja, ja, flieg bitte weg. Bitte nicht weiter grasen. Lass das grasen. Dann bitte. Den. Oh, bitte, ich bitte nicht. Oh, Junge.
Wir machen jetzt den C4-Trick. Links der Gegner! Wo? Ist gepinkt. Okay, du musst runter. Warte, ich lass dich ab. Lass mich ab? Ich lass dich hier ab. Oh ja, ja, siehst du. Lass explodieren. Warte, nein. Sag Bescheid. Jetzt. Was? Überhaupt nicht jetzt. Mach jetzt. Hast du Damage gemacht? Bisschen. Wo ist der? Ich hab ihn. Wir waren lost. Oh. Weißt du, was das Problem war? Was? Ich habe leider noch C4 aufgesammelt. Oh mein Gott. Und er hat die ganze Zeit weitergeworfen. Mann, aber dann möchte ich jetzt hier auch mal kämpfen. Lass mich mal bitte vorrennen. Ich glaube, hier war einer. Ich muss mal wieder reinkommen ins Game. Kommt, wir sterben jetzt hier gleich. Mann, ich war so in ihm drin. Verdammt. Aber ich habe 50 Damage gemacht. Das war schon cool. Ich habe ein Jump-Pad. Ich habe ein Jump-Pad, geil. Wollen wir das benutzen direkt? Lass uns auf den draufspringen, ja, oder? Nee, der ist hier rechts neben uns. Den können wir nicht draufspringen. Der tötet uns. Also, nee, der tötet uns nicht, aber dann sind wir tot. Hast du getroffen? Nö. Du? Nö. Oh. Robin, solid. Nein, nein! Strecke. Ich benutze mein Jump-Pad. Hast du einen Mate? Ich hab auch noch. Jump-Pad. Fuck, das ist der klassische Fail. Kennst du, wenn du so vorst oder hinter das Jump-Pad spielst? Ja, das sind wir tatsächlich auch passiert. Gegner vor mir hier! Oh! Oh mein Gott. Was macht das ein Bot-Lobby? Es gibt nur Bot. Das ist eine Bot-Lobby. Sneak 92. Digga, stell dir vor, das ist ein echtes Spiel, aber dann irgendwie mobile. Nee. Leute, in der allerersten Fortnite-Runde, hat man da nur Bots oder gibt's auch einfach normale Leute, die auch zum ersten Mal Fortnite spielen? Weil das war ja gar nichts. Das war kein echter Spieler. Die existieren nicht. Das waren keine echten. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Pure Snake 92 ist erstens nicht... Pure Sneak. Pure Sneak ist erstens nicht 28 Jahre alt. Ja. Und zweitens kein echter Spieler. Wie wack einfach. Es leben noch 8 Leute, ich habe 8 Kills und wir haben 8 Team-Kills, oder was? Ja, ich habe nicht einen einzigen getötet. Pass auf, der letzte wird so ein richtiger Sweater sein. Der wird uns dann beide nehmen. Wir verlieren das einfach. Ja, wir verlieren das gleich. Da können keine normalen Menschen drin sein. Oder? Kämpfst du? Ja. Oh, Sweet Penguin 16. Ach, das ist ein Boss. Hast du fast verloren gegen ihn, ja? Ja. Nee, es ist unmöglich, gegen ihn zu verlieren. Na, das war Katzkater Katz. Nein, das sind Spieler gewesen. Ich habe 2 Kills. Ah, das sind Bots. Hier ist Sepp, wer bei mir? Hilfe? Hilfe ist gut. Oh! Der schießt! Jetzt mal ohne Witz, wer hat die programmiert, Mann? Die spielen genau wie Chef Strubel, das ist ja krass. Gibt's ja nicht so einen Test, wenn man nicht weiß, ob es ein Mensch ist oder ein Computer? Das ist doch der Test, ob eine KI bestanden hat. Und die haben es einfach geschafft mit den programmierten Bots. Man kann sie 1:1 nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Bot ist oder Chef Strubel. Oh, ich hab kurz gedacht, du springst da daneben. Ich habe ihn jetzt unter mir. Den schnapp ich mir jetzt schön mit dem No-Scope. Alter, das ist ein Raketenwerfer auf mich in der Luft. Oh mein Gott. Oh. So geil. Der ist 1:1 wie Chef Strubel. Hast du es gesehen? Ohne Witz, da gibt's hier genau den gleichen Chef Strubel-Clip. Wie krass. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Genau so Chef Strubel, kurz vor den Earnings immer. Das letzte 1:1 macht er das genau das gleiche. Wahnsinn. Das ist so ungewohnt, wenn du einfach Pleasant Park landest. Und hier keine 20 anderen Leute sind. Und dass hier nicht 20 Leute landen, die am liebsten Mongrade zum 1:1 herausfordern wollen würden. Hör, wer ist er? Oh mein Gott. Ich hab einfach ein Laserschwert. Was? Ja. Laber kein. Doch. Scheiß. Mhm. Komm mal her. Ich kannte meinen, der hat scheiße gelabert. Wie geht's dem jetzt? Der ist jetzt tot. Ey, Boss, bleib hinter meinem Schild. Alter, ja, okay. Nee, bleib hinter meinem Schild, go. Wir gehen da jetzt zusammen rein. Okay, bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Hoch. Schieß ihn ab. Jawohl! Alter, wie gut! Ey, lass das Public auch machen. Das ist Public. Kannst du auf der anderen Seite von dem Schild durchschießen? Oder ist er, hat's nein, ging leider nicht. Das wäre jetzt voll OP. Das wäre übel geil. Das wäre dirty OP, das geht nicht klar. Alter, dieser scheiß Ringschirm ist ja super geil. LOL, du kannst den aufmachen und dann gleiten. Digga, was hat denn der? Was ist das, Digga? Bist du Mary Poppins oder was? Mit dem Regenschirm attack? Ach du Scheiße, ich wollte sinken, der boostet direkt. Der baut! Hier baut wer? Bauen Bots? Nein, das ist kein Bot dann.
Ich merke erst jetzt, wo ich gegen die Bots spiele, wie lost ich bin. Weil normalerweise gegen gute Spieler werde ich immer so bam, weggeburstet, Game over, weißt du? Ja. Und hier kann man jetzt wirklich sehen, wie ich fail. Er hat eine Schäge gebaut. Ja. Oder werden die Bots besser? Vielleicht haben wir ja schon richtige Spieler dabei. Nee, nein, nein, nein. Ja, nee, okay. Aber die rennen schon. Ja? Oder Rennbots? Ich weiß nicht, wie Bots spielen. Bist du noch da? Ja, ich höre dich aber nur ganz schlecht. Ey, Ja, genau, genau, perfekt. Kein Problem. Romatra, du bist ja sehr links. Ja. Und ich brauche einmal ganz kurz deine Meinung. Oh ja. Ich möchte nochmal, dass alles abgeholt wird. Zuschauer, der Wendler heiratet ja seine 17-jährige Freundin. Ne? Und der Verlobungsring haben am Anfang alle geflamed. Das ist eine Produktplatzierung. Echt jetzt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, das ist so lieb. Das ist eine Produktplatzierung. Ich liebe es. Du siehst so, oh danke, oh geil, mega schön und alles. Und jetzt könnt ihr den Ring, das ist auch eine Partnerschaft, jetzt könnt ihr den Ring perfekt nachgemacht, nicht in Weißgold, sondern in Silber oder was das ist, war, selber kaufen und dann Link in der Beschreibung. Das ist auch super persönlich, ich liebe es. Super geil. Es kam nachträglich raus, dass sie haben ihre Hochzeit verkauft. Wie ihre Hochzeit verkauft? An RTL, dass sie eine Show draus machen für 750.000. Ja. Okay, alles normal bei dir, ja? Ja, alles normal, das ist geil. Ich finde das. Und jetzt kam auch noch, der Wendler ist ja pleite oder irgendwie sowas. Und die haben den Ring für die Partnerschaft irgendwie oder so, umsonst bekommen. Oder, ich weiß nicht, entweder haben sie den Ring umsonst bekommen, weil es eine Promo-Aktion war. Oder weil das über Laura lief, dass sie den Ring gekauft hat. Oder vergünstigt gekauft hat. Ah, sie hat sich den Verlobungsring selber gekauft und dann eine Produktplatzierung draus gemacht. Aber irgendwo muss doch Stopp sein, oder? Nee, das ist krass. Ich meine, willst du für irgendein Geld der Welt deine Hochzeit verkaufen einfach? Nee, what the fuck, Alter? Das ist ja... Das ist schon abgefuckt. Was manche Leute für Geld tun, ist schon ekelhaft. Ich wusste auch gar nicht, dass der pleite ist. Digga, Sixlayer ist noch ein bisschen drin. Der hat Schulden beim Finanzamt, der Wendler? Ach stimmt, 1 Million Schulden beim Finanzamt oder sowas war das. Oh, was? Loser. Hä? Winner. Hol mich mal bitte. Mein Fallschirm hat aufgegeben. Was für Mary Poppins. Ich versuch dich zu holen. Ja, chill, 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 Digga. Hier ist überall Gegner. Was hast du gemacht? Ich komme hier nicht mehr runter. Doch, Max. Soll dich ab, bitte. Max, ich habe noch 50 Sekunden. Guck dir das doch mal an. Du gewinnst das nicht alleine. Unmöglich. Du müsst gewinnen. Du kriegst das keine XP. Ja, hol mich hoch. Wie hast du ihn getötet? Ah, er wurde vom Sturm erfasst. Was für eine lame Scheiße. Hm. Bist sonst immer bei dem Hunderten ausgelandet. So bald bin ich halt nicht gekommen. Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist ein Bot, Achtung. Der Bot ist sweaty, pass auf. Ist das wirklich der Way to go? Einfach Bot-Lobbys? Hat jetzt... Das ist die letzte Bot-Lobby. Hat jetzt ein Spieler mehr Spaß, wenn er gegen Bot spielt am Anfang? What? Oh, ich bin zu los, Robert, Hilfe, ich hab 1 AP. Ich kann dir nicht helfen. Tot! Oh mein Gott, was? Schneller, 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 schneller. Du warst doch immer neben mir. Ich bin Leute. Weil ich keine Waffe von dir bekommen habe. Schnell, hol mich hoch. Letzte Runde. Wo bist du? Ich weiß nicht, wie weit weggekommen bist. Überall Gegner, pass auf. Ja, überall. Max, du musst direkt bauen. Bau! Das war's. Ich bin tot. Oh mein Gott, wir sterben gegen Bots. Ich fass es nicht. Mann, das kann nicht sein, wie du spielst. Nein, du bist gestorben. Geworden. Digga, gegen Bots verloren? Nee, der lacht. Was hast du denn auch gemacht? Du bist so lange gerannt. Du bist doch bei der modernen Villa gelandet und bist dann eine halbe Stunde in eine Richtung gerannt? Mhm. Warum denn? Weil der Leute waren nicht getötet, aber ich leveln muss. Halt's Maul, Digga, das ist ja stärker als Thanos. Kriegst du gerade Ärger, Humatra? Ich hoffe nicht. Nee. Alles gut. So, wir suchen jetzt Gegner, du lässt ihn. Jetzt musst du mal Gegner finden, weil das ist jetzt schon wichtig. Kannst du boosten? Boosten bitte! Wie geht Boost? Oh, was? Das wusste ich nicht, dass das geht. Ach so. Ist hier niemand? Ich glaube, hier. Nee, hier flieg doch weiter, mach mal Strecke! Oh Gott, ich werd ganz nervös. Flieg mal. Ich hab Gegner gefunden. Schau, du musst ihn mir bauen lassen. Ja, ja, dann schnell. Wo ist er denn? Oh mein Gott. Du musst ihn mir lassen! Was daran verstehst du denn nicht? Hä?
Wir sind als Team, kriegen wir XP. Nein, tun wir nicht. Jetzt freust du dich, oder? Jetzt fühlst du dich. Flieg doch, Max, flieg Mann, doch. Flieg doch, flieg doch. Ja, du hast auch Steuerung gedrückt, um nach oben zu kommen. Und hast dann den Sitzplatz gewechselt. Richtig. Jetzt mach mal Strecke. Ja, du musst unbedingt dein Maul halten. Das ist ja unglaublich. Gut gemacht, Tomato, gut Hills. Man levelt so langsam. Ich sammle die XP-Münzen ein. Geben die wirklich auch wirklich XP? Ich glaube, die XP-Münzen. Ich glaube, die geben kein XP. Nehmen wir an, du bist ein 11-jähriger Mobile-Spieler. Oder du bist ein 46 Jahre alter PlayStation-Spieler. Hast du nicht bekommen, du Wichser. Kannst du mal schön woanders Kills zielen gehen. Wäre auch krass gewesen aus dem Heli, Digga. Ach, du bist so lame, Digga. Geh doch noch dichter ran. Du bist so lame. Ja, Level 13. Oh. Pass auf, du brauchst deinen Fallschirm. Fallschirm, Fallschirm, Fallschirm. Unwitzig, wusste ich, dass es kommt. Nein, nein, ich bin auszusehen mit meinem Heli in deine Struktur reingeflogen. Und dann ist das ist doch der klassische Rumatra. Das ist doch das Witzige beim Rumatra. Das wollen doch die Zuschauer sehen. Scheiße, ich habe noch einen Gegner gefunden. Den töte ich jetzt. Wenn die Quickies, das ist immer ein Problem mit den Quickies. Ich versuche jetzt Tricks. Ich kann mir jetzt mehr fuck, jetzt kann es bitter werden. Krass, wie lost ich dann doch bin, ne? Damit dann rechne ich immer gar nicht und dann schieße ich doch alles daneben. Boah, ich bin Level 14. Ich bin Level 14, 7, 8. So, Alter! Ich hab gewonnen und bin Level 15. Ich hab ihn einfach nur mit der Schachtel gefüllt. Ich wusste nicht mal, dass ich da tue.